So, schönen guten Tag zusammen. Heute mal wieder mit einem neuen Heft. Ihr seht, wir sind wieder bei uns im Ladenlokal. Das bedeutet, wir gehen aufs neue Paintball Sports Magazin ein. Wir präsentieren euch die neuesten Produkte. Und wir haben natürlich auch wie immer eine Gewinnspielauslosung vom letzten Heft für euch. Diesmal gab es 3 UBG-Tickets zu gewinnen. Das heißt also, wir schicken in dieser Ausgabe heute 3 Jungs von euch oder auch Mädels aufs UBG United Big Game nach Malwinkel, das am Vatertagwochenende stattfindet, also in rund 3 Wochen. Das heißt, wenn ihr Glück habt, Sachen packen. Ich kann dazu sagen, es waren echt wenig Leute, die es mitgespielt haben, wie es macht. Kann sein, weil viele schon ein Ticket haben oder weil es auch einfach so ein Event ist, nicht was für jedermann. Dementsprechend haben sich wahrscheinlich nur Leute angemeldet, die es auch wirklich interessiert. Wir haben hier knappe 10-12 Einsendungen drin. Das heißt, bei 3 Tickets, die wir ziehen, ist die Chance relativ hoch, dass ihr dabei seid, wenn ihr mitgemacht habt. Gucken wir aber erstmal ins neue Heft. Was haben wir hier? Wir haben diesmal dabei die Niedersachsen Open, waren wir für euch vor Ort. Wir haben die nagelneue Lux Idol, den neuen Heidmarkierer aus dem Hause DLX. Dann Infos zum Nachwuchs im Turniersport. Einmal das Pro-Coaching-Event gewesen in Hildesheim, was wir diesmal gemacht haben. Und natürlich noch ein Beitrag Paintball Around the World, Paintball in Thailand. Und wir haben auch wieder ein Gewinnspiel. Das ist in diesem Fall, wir können einfach mal kurz reingucken. Da haben wir das. Wir verlosen diesmal 3 R2 Loader. Die Rotor 2 haben wir hier vorne auch liegen. Hier nochmal eine kleine Farbauswahl. Also ihr könnt hier in dem Fall aus allen verfügbaren Farbvarianten am Ende wählen. Also sprich, wir verlosen das nächste Mal 3 Die R2 Loader. 3 Gewinner ziehen wir wieder. Das heißt also hier auch wieder mitmachen lohnt sich. Und dann mit Glück habt ihr einen neuen Loader. So, wir würde ich sagen, wir fangen erstmal an bei den Neuheiten. Wollen wir gleich da hinten anfangen? Wir haben nämlich wie in jedem Heft auch wieder hier die neuesten Produkte für euch gleich am Anfang des Heftes zusammengestellt. Dementsprechend fangen wir gleich einfach mal hier an. Natürlich neue Shocker ERA, dazugehörige Color Kits. Da ganz wichtig, wir haben mit den Color Kits mal so ein bisschen gespielt bei uns. Und zwar könnt ihr die Kanone bei uns in fast 100 Farbvarianten bestellen. Also sprich, nicht nur Standard Grün-Schwarz, sondern es gibt die auch in komplett Grün. Ihr könnt die in Grün-Blau, Grün-Gold, Grün-Rot. Alle Farbvarianten könnt ihr bei uns bekommen. Kostet 50 Euro Aufpreis, also minimal im Vergleich zu dem Color Kit. Das heißt, wir schenken euch die Hälfte vom Color Kit und noch den Umbau, weil das muss ja auch normalerweise gemacht werden. Ihr würdet beides eigentlich einzeln geliefert bekommen. Das heißt, bei uns könnt ihr die fertige Kanone direkt bestellen und dann entsprechend eure Wunschfarbe nach Hause bekommen. Gucken wir gleich weiter. Neben so ein paar kleinen Zubehörteilen und so weiter, da werden wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen, fangen wir gleich mal hier an mit den größeren Sachen. Die-Padding kennt eigentlich jeder von euch. Knieschoner und Ellbogenschoner, aber ab sofort auch in ein bisschen frischeren Farben, in Rot und in Blau. Für die Teams, die es einfach so ein bisschen bunter haben wollen, also sprich, bisher gab es das nur in Schwarz. Wenn ihr sagt, Mensch, mein Team spielt eh komplett in Rot oder in Blau, dann kann man da jetzt ein bisschen farbliche Akzente setzen. Das gleiche sehen wir gleich nochmal drüben bei den Battle Packs, gibt es jetzt auch in der Form noch dazu. Passend dazu natürlich hier noch ein paar neue Pöppel, nicht ganz in der Farbe, aber auch da hat Dye einfach die Farbpalette jetzt ausgeweitet. Die haben nicht unbedingt was Neues erfunden, aber die haben die Farbpalette diesmal bei den Produkten schön in die Breite gezogen. Hier noch was richtig Nices. Ich schraube da einfach mal den Lauf ran, weil das Ding muss man sich wirklich mal komplett angucken. 180R von Planet Eclipse in diesem geilen Titan White. Gab es früher, glaube ich, schon mal bei der E-Mac 3, glaube ich, war die letzte Ausgabe, die das diese Farbe so hatte. Ist eine richtig, ja, ich sag mal, eine richtig gefragte Sonderedition. Ich weiß nicht, ob das gelasert ist hier richtig oder ob das einfach drauf geprintet wird bei den Dingern. Sieht schon mega gut aus. Also die gehen bei uns auf jeden Fall immer gut weg. Könnt ihr mal reingucken. Standardpreis wie bei den anderen Markierern auch, aber die Edition ist halt einfach limitiert. Hier ansonsten noch haufenweise TT. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Also wir haben wirklich einen Riesenhaufen TT-Stuff. Bekommen dementsprechend zur neuen Saison die ganzen neuen Produkte bei uns alle im Online-Shop verfügbar. Auch da schaut gerne mal rein. Und bevor wir jetzt hier weitermachen, ziehen wir erstmal einen Sieger. Das wird nämlich gleich hier noch interessant. Wir haben noch ein, zwei richtig geile neue Produkte da. Aber wir gucken jetzt einfach erstmal, wer kriegt das erste UBG-Ticket. Und das geht an Christopher Brown. Ja, Christopher, wir sagen an der Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch und wünschen auf jeden Fall viel Spaß auf dem UBG. Du kriegst ein 3-Tage-Ticket, das heißt, du kannst von Mittwoch Anreise, Donnerstag den Gratis-Spieltag mitnehmen, Freitag, Samstag und Sonntag bis Mittag spielen. Und dann geht's völlig geschafft nach Hause, nach 4 Tagen geilem Paintball. Also ich denke, das lohnt sich. So, bevor wir jetzt hier gleich zu den Markierer-Highlights kommen, ihr seht, hier liegt einiges an Kanonen rum. Nochmal ganz kurz Thema Battle Packs. Wir haben auch da das Sortiment nochmal erweitert. Wir haben, glaube ich, knapp 30 neue Modelle von HK reinbekommen. Wir haben von Welken derzeit über 20 verschiedene Packs. Wir haben auch die nagelneuen Die-Packs, jetzt auch hier in Blau zum Beispiel oder auch in diesem, ja, das ist wie ein Die-Care-Muster, aber in Schwarz-Weiß gehalten, also sieht auch ganz cool aus. Ihr seht, da ist jede Menge neue Farbe reingekommen. Wir haben jetzt overall bestimmt 60, 70 neue Packs in verschiedenen Marken natürlich, aber auch verschiedenen Farbvarianten. Das heißt, schaut einfach mal rein, wenn ihr ein neues Pack gesucht, weil da haben wir jetzt richtig Auswahl und da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Also da werdet ihr definitiv fündig. Jetzt kommen wir zu meinem kleinen Highlight hier. Nein, machen wir noch nicht. Wir gehen erstmal auf die Lux. Wir gehen erstmal zur Lux.
So, hier ist sie, die nagelneue Lux Idol. Ist ganz schön leicht. Also schon mal ein Unterschied zu den Vorgängern. Was es damit auf sich hat, werden wir euch an der Stelle nicht verraten, weil Heft lesen, ne? Produkttest und da findet ihr alle Infos zur Lux Idol. Wir werden euch aber auch noch ein schönes Video auf unserem Kanal machen. Das werden wir euch dann hier oben nochmal später verlinken, sobald das Video abgedreht ist. Und da erfahrt ihr dann wirklich alles zur nagelneuen Lux Idol. Das Modell macht auf jeden Fall schon was her. Wir sehen, hier ist ein kleines Display drin, da werden wir dann auch nochmal drauf eingehen. Also die haben viele Produktfeatures, die es am Markt bei anderen Modellen hier und da gab, übernommen und den ganzen Markierer nochmal völlig überarbeitet und verbessert. Und ich, wie gesagt, man merkt es beim Grip, man merkt es beim Gewicht, hat sich was getan. Seid gespannt drauf. Ansonsten, wir machen weiter spannend. Wir ziehen jetzt nochmal einen Gewinner erstmal. Das zweite UBG 3-Tage-Ticket geht an Marc Wackerbart. Kurze Produktinformation. Die First Strike T15, hier, Sale, wird günstiger. 649,95 ist der neue Preis, runtergesetzt von 889,95 für eine First Strike T15. Das Modell ist bekannt, ich glaube, da brauchen wir nicht viel zu sagen. Die neueste Generation, Generation 5, also auch der neueste First Strike Markierer. Wer sich so ein Ding holen möchte, jetzt ist die Gelegenheit. Soweit wir das vom Lieferanten mitgeteilt bekommen haben, ist das wohl auch erstmal die letzte Batch. Mal gucken, was da kommt. Vielleicht erwarten wir zum Jahresende irgendwie ein Upgrade in der Generation 6, was Neues, wer weiß. So günstig wie jetzt wird sie, denke ich mal, nicht mehr werden. Das heißt, wenn weg, dann stand jetzt auch leider weg und so viel haben wir jetzt auch nicht mehr davon da. Also wenn ihr eine T15 haben wollt oder auch für die Sammler, guckt nochmal rein und sichert euch jetzt nochmal euer Modell. Das ist ganz wichtig. So, bevor wir jetzt den letzten Sieger ziehen, kommen wir zu meinem persönlichen Highlight. Haben wir lange drauf gewartet. Wir sind ja großer Kamatech-Fan und auch Kamatech-Distributor und dementsprechend hier mal was ganz Nettes. Kamatech SIRX. Die meisten werden jetzt sagen, wow, was ist das denn? Das ist der neueste Markierer aus dem Hause Kamatech. Das ist im Prinzip die Engine, der Saar 12, mit einem Semi-Bolt-Kit drin und das Ganze in Bullpup-Action. Also das heißt, ihr habt wirklich in 60 cm kompakter Länge als Sturmgewehr ausgelegt. Ihr seht schon, das ist also wirklich extrem kompakt. Hintergrund ist hier, das Ganze wurde auch nicht für den Paintball-Markt ursprünglich entwickelt, sondern es gibt diverse Armeen weltweit, die diese Bullpup-Varianten nutzen. Und da kam natürlich auch noch ein Ableger in der Law-Enforcement-Branche, sag ich mal, hat. Wurde dieser Markierer entwickelt für das Training dort von den Einheiten und jetzt auch in den zivilen Markt überführt. Das heißt, wir sind hier gerade noch in der Zulassung. Dauert noch, bis das kommt. Das wird irgendwie Spätsommer. Das ist jetzt hier gerade mal das allererste Modell, wirklich, was wir in der Hand haben. Wir werden euch dazu übrigens auch noch ein Produktvideo machen. Ich mache jetzt mal, da kommt's hin. Und wir werden das Ganze auch Preview im nächsten Heft im Produkttest haben. Das heißt, wir werden da mal für euch ins Detail gucken, was ist unter der Haube, was ist im Lieferumfang dabei, ja, was kann das Ding am Ende des Tages. Und ja, da sind wir schon sehr gespannt drauf, weil wir haben sie jetzt nur ein paar Mal so Probe geschossen. Ist schon geil. Man muss diese Bullpup-Optik mögen, das ist klar. Aber die meisten Setups heute, gerade im MagFab-Bereich und so, gehen in diesen CQB, dieses Kurze rein. Ihr seht, also viel kürzer geht es nicht. Ihr könnt hiermit wirklich relativ kompakt arbeiten. Aber wie gesagt, dazu mehr im Video. Und ich würde sagen, damit sind wir auch am Ende angekommen. Wir ziehen jetzt den letzten Sieger hier. Das dritte UBG-Ticket. Dazu wühlen wir hier nochmal ein bisschen. So, wer ist die Nummer 3? Jewgeni Tolchakov oder Tolachow. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Man sehe es mir nach. Also, auch an dich, Jewgeni, Glückwunsch. Dritter Sieger hier, UBG-Ticket. Wir sehen uns in 3 Wochen, würde ich sagen. Wir sind nämlich auf jeden Fall auch auf dem UBG. Wir werden wieder mit einem großen Stand vor Ort sein, ganz wichtig an der Stelle. Wir werden Tech-Service anbieten. Wir werden ein paar schöne Angebote für euch dabei haben. Wir werden natürlich auch einen Großteil unseres Sortiments für den Woodland- und Szenario-Bereich natürlich dabei haben. Und ich hoffe, dass wir uns vor Ort sehen, weil das wird dieses Jahr definitiv ein richtig geiles Event. Angeblich sind schon weit über 800 Tickets verkauft, sodass man diesmal mit weit über 1000 Spielern rechnen darf. Ich glaube, letztes Jahr waren es so knapp 1070, 1080 Spieler. Wir gehen mal davon aus, dass es diesmal noch ein Ticken mehr werden wird, wenn das Wetter dann noch mitspielt und so mit der Tageskasse, dann wird das ein richtig, richtig geiles Event. Also wenn ihr am Vatertagswochenende noch nichts vorhabt, geht nochmal auf die Seite unitedbiggame.de, guckt nochmal nach den Tickets, sind auf jeden Fall noch welche da und dann sieht man sich im Malwinkel vor Ort. Ich würde sagen, das war es dann auch schon wieder mit unserem heutigen Video zum Heft. Wenn ihr das neue Heft haben wollt, ist wie immer bei jeder Bestellung dabei. Ansonsten bei uns im Ladenlokal vorne an der Kasse liegt es auch aus. Oder ihr könnt auch in 6 Wochen nochmal online reingucken. Dann kommt nämlich die digitale Version vom Heft. Die findet ihr dann bei uns unten auf der Seite im Footer. Und dann könnt ihr das ganze Heft auch unterwegs lesen bei euch auf dem Tablet, auf dem Laptop oder auf dem Handy. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und hoffen, dass es euch gefallen hat. Und nochmal Glückwunsch an den Sieger. Ne? Bis bald.